We're back on it again, Leute. Amazon Beauty Adventskalender 2019. Wir sind gespannt. Soll ich mir einen Zopf machen? Soll ich mir keinen Zopf machen? Ich mache mir einen Zopf, Leute. Hallo Leute, hier ist wieder eure Malwanne und willkommen zu einem neuen Adventskalender-Auspack-Video. Ist es schon das 10.? Ich hoffe nicht, dass es schon das 10. ist. Aber heute haben wir den wunderschönen, einzigartigen Amazon Beauty Adventskalender. Deswegen bin ich auch ungeschminkt und sehe aus, als ob ich gerade aus dem Bett aufgestanden wäre, weil ich literally gerade aus dem Bett aufgestanden bin. Und ich habe richtig Bock, diesen Adventskalender auszupacken. Ich kann mich nicht so ganz erinnern. Ich glaube, letztes Mal war der gut, oder? Ich hatte viele Produkte, die ich danach noch lange benutzt habe. Und falls es auch Schminke gibt oder irgendwas fürs Gesicht, können wir uns auch unsere Öhrchen wieder drauf machen. Sahen aber nicht. Schön, dass wir uns alle wieder hier zusammengefunden haben. Ich habe diesen Adventskalender vor langer Zeit bestellt. Sehr, sehr langer Zeit. Der ist ausverkauft? Ist der so beliebt? Was hat denn der gekostet? Ah, am 17. Oktober habe ich ihn bestellt. 4,5 von 5 Sternen. Das heißt, der muss echt gut sein. Lasst uns den auspacken. Wow. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren den ersten Adventskalender ausgepackt und da war dieser Adventskalender-Boom noch nicht so krass. Mit jedem Jahr kommen mehr Firmen mit Adventskalender um die Ecke, zum Beispiel EMP. Hammer Adventskalender dieses Jahr. EMP, wirklich, du hast dich selbst übertroffen. 7. Was war das? Ich habe auch irgendwo gesehen, dass sie gesagt haben, dass sie mich eingeladen haben. Also so ein Statement. Ich weiß aber nicht, wo sie mich eingeladen haben. Vielleicht habe ich es auch übersehen, aber Einladung kam es jetzt noch nicht. Vielleicht ist sie auch im Spam-Ordner gelandet, weil EMP immer so viel Newsletter rausschickt, dass mein E-Mail-Fach einfach denkt, keine Werbung mehr hier. Aber ich habe keine bekommen. Aber gut, darum soll es heute nicht gehen. Wir machen jetzt Türchen Nummer 1 auf. Und ich werde mir die Cremes heute ins Gesicht schmieren und alles ausprobieren. Advent, Advent, nur noch 23 Tage bis Weihnachten. Es triggert mich irgendwie gerade, dass sich das nicht reimt. Advent, Advent, nur noch 23 Tage bis Weihnachten. Ja, siehste, deswegen ist der ausverkauft, weil hier Hammer-Produkte drin sind. Moin. Geil, Digga. In Türchen Nummer 1 ist die Organic Edition von dem EOS Lip Balm. Hier, Leute. Organic Edition. Ich habe ja gehört, dass Lip Care gar nicht so gut sein soll. Und der beste Tipp von mir ist, wenn ihr trockene Lippen habt, bedeutet das meistens, dass ihr zu wenig Wasser trinkt. Klingt sehr einfach, ist es auch. Also Organic Oils, Bio-Öle und Bio-Shea-Butter. Wow, es ist super. Glutenfrei. What is gluten? Oh, this is pretty sad, because I don't know. Oh mein, der riecht einfach wie Weihnachten. Wow, oh mein, wow, das wird dieses Jahr mein Favorite. Hammer. Oh mein Gott. So muss der Adventskalender weitermachen. Türchen Nummer 2. In 22 Tagen ist Weihnachten. Das ist auch schön, dass es mich immer daran erinnert. Aha. Ja, das ist so eine straffende Intensivmaske. Das Ding ist, mit diesen Masken, das ist so meine Guilty Pleasure, ne? Ich liebe Sheet-Masken, aber es tut jedes Mal weh, so eine zu benutzen, weil es einfach so viel Müll produziert. Das ist das, was man aber aufgeben muss für den Planeten. Und wenn ihr heute noch nicht angekommen seid und sagt, hey, aber ich kann nicht auf alles achten, verstehe ich. Aber man muss sich bewusst sein, dass sowas sehr viel Müll produziert. Okay, Türchen Nummer 3. Das gute Revlon Green Tea Scent. Hair Treatment. Sprühmaske ohne Ausspülen mit Duft von grünem Tee für die Haare? Hä? Null! Achso, wartet. Richtiger Beauty-Blogger. Wow! Das sprüht Creme raus. Ah, nee. Schön Wichs in die Haare machen. Krieg ich einen guten Glanz. Eine Maske ohne Ausspülen. Zum Sprühen. Gut. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Ich bin gespannt. Riecht auf jeden Fall sehr gut. Ach, Leute, es läuft gut. Türchen Nummer 4. Ich finde das so süß, dass hier immer steht, nur noch 20 Mal schlafen. So habe ich als Kind das auch immer gesehen. Aha, das kenne ich schon. Vom letzten Jahr, glaube ich. Das ist diese Fancy-Pansy-Seife. Ja, die riecht, boah, richtig gut. Grapefruit Leaf, ja. Das ist eine super schöne Seife. Die kann ich kann sie empfehlen. Nicht wirklich jetzt, oder? Hand und Body Wash. Ja, ist halt so eine Probiergröße. Aber ich glaube, das Zeug ist extrem teuer. Türchen Nummer 5. Geil. Hä? NYX Wimperntusche. Worth the Hype. Woop, woop, woop. Ich hatte die schon mal. Ich krieg von NYX manchmal Sachen geschenkt. Wow, dass hier auch richtig Beauty-Artikel drin sind. I'm impressed. Super Hammer, klasse. Meine Wimperntusche ist nämlich gerade alle geworden. Jetzt habe ich ganz die Shopping Queen Wimperntusche benutzt, aber die ist auch bald alle, weil die so klein war. Ja, man sieht wahrscheinlich gar keinen Unterschied, oder? Ja, vielleicht ein bisschen. Türchen. Oh, Nikolaus.
Was kriegen wir an Nikolaus? Ich überlege die ganze Zeit, was ich an Nikolaus machen möchte. Ich möchte irgendwas special machen. So ein Essen oder so organisieren. Nee. Oh Gott, ich dachte schon, dass da was richtig krasses drin ist. Doch. The Tiny But Mighty T-Sonic Facial Cleansing Device. Was? Die haben so ein Foreo da reingemacht. Ich meine, das ist eine kleine Größe. Aber diese Foreos sind der Hammer. Die vibrieren und sind warm und... That's what she said. Dann gibt es da so Gesichtsmasken dazu, die ich auch habe. Ah, das fühlt sich so geil an. Hier sind so Nupsis drauf. Du machst halt die Maske drauf und dann vibrierst du das so in deine Haut rein und das ist halt cool. Oh nee, sag nicht, dass es ein Einwegding ist. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Nein, man kann doch. Es ist nicht rechargeable. Es ist für 100 plus Uses. Und dadurch kannst du das halt schön einmassieren, ja. Bei meiner Amorelie-Verlosung habe ich das damals ja auch dann gecheckt, dass so Sachen, die man nicht neu aufladen kann, halt einfach so Elektronik für den Müll gemacht sind. Und das finde ich auch ganz, ganz schlimm mittlerweile. Ja, ich werde das jetzt natürlich benutzen, aber schaut, dass ihr auf jeden Fall solche Sachen nicht absichtlich kauft, die nur für plus 100 Mal gemacht sind. Davon gibt es ein großes Teil, was man aufladen kann. Ne? Aber es kostet auch extrem viel. Okay, Türchen Nummer 7. Oha. Elizabeth Arden. Also, meine Fingernägel sehen vielleicht ein bisschen schmutzig aus. Vielleicht sind sie es ein ganz bisschen. Aber meine Fingernägel sehen schmutzig aus, weil ich viel gemalt habe in letzter Zeit und auf meinen Fingernägeln so ganz viele Reste habe von Farbe und so. Deswegen sieht das ein bisschen nasty aus. So, Elizabeth Arden New York Caramel Capsules Line Erasing Night Serum. Oh, Antifalten-Serum in so Kapseln. Ich nehme mal mit Schneiden den Körper, aber dann hat man so Serum. Aber wo benutzt man das? Ist aber auch eher so eine Probiergröße, oder nicht? Ich weiß nicht, wie teuer sowas ist. Türchen Nummer 8. Heute ist der zweite Advent. Nur noch 16 Mal schlafen. Find Shiny Lipstick und Lip Liner. Die Plastikverpackung ist absolut unnötig gewesen. Das schützt nichts. Das muss nicht sein. Liebes Amazon-Team, das braucht man nicht. Das muss nicht dazukommen. Die Packung wird es überleben in diesem, ne? Wow, aber was für eine Farbe soll das sein? Das ist mal ein Pink, oder? Was sagt ihr? Das ist mal ein richtiges Pink. Und der Lip Liner ist auch ein richtiges Pink. Find. Kennt ihr die? Ich glaube, Find ist die Amazon-Hausmarke. Okay. Ja, Find ist die Amazon-Hausmarke. Ja, das... Komm, wir probieren es aus. Ich mache mir jetzt halt einfach übertrieben pinke Lippen, aber das ist doch okay. Ist ja hier ein Beauty-Channel jetzt. Oh, ich bin mega überrascht gerade. Ich finde das Produkt richtig gut. Also hör mal, der Lip Liner, der kann sich sehen lassen. Der lässt sich gut auftragen und ist nicht zu weich, was ich nicht mag. Und jetzt kommen die pinken Lippen. Oh, der ist ein bisschen heller. Jetzt sehe ich aus wie so eine 80s, 90s. Ach komm, als ob das eine Farbe ist, die so viele Leute tragen. Ich finde das Produkt nicht schlecht. Es ist... Fällt auf jeden Fall nicht durch, aber die Farbe... Es ist halt ein Look, muss man irgendwie sagen. Aber vielleicht sollte man auch mal einfach was Neues ausprobieren, ne? Nicht immer nur in seiner Comfortzone... In seiner Comfortzone? Das ist gut. Türchen Nummer 9. Biore Free Your Pores. Tiefenreinige Clear-Up Stripes. Den glaube ich doch einfach gar nicht mehr. Solche Stripes haben bei mir nie funktioniert. Let's face it, Schmutz und Teig verursachen Mitesser, die jederzeit auftreten können. Dagegen musst du immer bewappnet sein. Okay. Auch hier wieder, ne, das sind so Produkte, das ist halt, naja, ne, Müll. Das sage ich euch. Ich finde aber, die ganze Beauty-Industrie ist halt nicht gerade umweltfreundlich. Was? Ich habe jetzt irgendwie wieder so einen Schwarzen erwartet. Das ist ja meistens irgendwie Aktivkohle oder so. Okay. Da freen wir mal unsere Nose, ne? Also, so wie ich das jetzt beurteilen kann, ich habe sehr viel verstopfte Poren. Und sehr viele Mitesser. Nicht diese schwarzen. Und ich sag mal so, das ist auf jeden Fall ein Look hier. Es ist halt ein Look, muss man irgendwie sagen. Türchen Nummer 10. Ach, das gute alte Trockenshampoo. Floral Blush and Flirty. Das Problem ist nur, bei hellen habe ich immer das Gefühl, dass man meine, ja. Ich habe so dunkle Haare. Da hat so ein helles Trockenshampoo nicht viel Chance. Sehe ich halt aus, als ob ich schon grau werde. Oh mein! Deswegen schreiben sie genug Entfernung. Oh Gott. Aber ich liebe Trockenshampoo, weil es immer schönes Volumen in die Haare macht. Vor allem, wenn man so ganz feines Haar hat und es jeden Tag irgendwie fettig wird, weil es so dünn ist. Ein bisschen Trockenshampoo an Ansatz, ein bisschen durchschütteln und man hat wieder Volumen und muss sie nicht jeden Tag waschen. Türchen Nummer 11.
Boah, hier gibt's so viel zu entdecken. Oh ja! Ja, 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 ja! Yes, 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 yes. Ich hab, also, strahlende Haut mit Anti-Müdigkeit-Effekt. Okay, es kommt unter die Augen. Jetzt ist da natürlich eine Augenmaske ein bisschen im Weg. Es wäre so nicht witzig, wenn ich jetzt hier so eine allergische Reaktion auf irgendwas kriege. Oh, endlich kann ich mir was unter die Augen schmieren. Immer wenn ich mich eincreme, habe ich nichts für die Augen und dann fühlen sich meine Augen immer so trocken. Na Mensch, ich sehe 10 Jahre jünger aus. Jetzt würde ich nicht mehr Alkohol mehr kriegen. Das hat so einen sofort Wow-Effekt. Findet ihr nicht auch? Wow. Wir sind in der Hälfte angekommen. Türchen Nummer 12. Und wir kriegen wieder eine Gesichtsmaske von Coco Star. Cucumber. Die gab es letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon. Das sind halt kleine Mask-Sheets, die aussehen wie Gurken oder Zitronen und dann kannst du sie dir so verteilt drauflegen. Ist auch ganz cute, aber wie gesagt, Masken machen sehr viel Müll. Es ist ein Guilty Pleasure. Kann man nicht anders sagen. Türchen Nummer 13. Okay. Marvis Cinnamon Mint. Da hab ich noch nie was von gehört. Es könnte eine Handcreme sein. Zahnpasta? Die Freude am guten Geschmack. Die cremige Zahnpasta bietet ein intensives Geschmackserlebnis und hilft, das Zahnbelag zu entwirren. Für weiße Zähne und ein strahlendes Lächeln. Der exotisch süße Zimt verbindet sich mit der kraftvollen Minze zu einem überraschend frischen Aroma. Eine Zahnpasta, die nach Zimt schmeckt. Oh mein Gott, ist die lecker! Die tut nicht gut im Hals. Habe ich jetzt ein strahlendes Lächeln? Also die schmeckt schon extrem gut. Ich habe nur ein bisschen was im Hals gekriegt und dann dachte ich, dass ich dagegen allergisch bin. Und ich habe immer Angst, gegen irgendwas allergisch zu sein und dann schwillt mein Hals an und ich habe niemanden, den ich anrufen kann. Ja geil, was es nicht alles gibt, ne? So, wir können unsere Nasenmaske abziehen. Oha! Hätte ich meine Nase davor richtig gewaschen, dass sie nicht so ölig ist, wäre die, glaube ich, richtig gut gewesen. Das reißt so richtig die Haut mit raus. Super! Türchen Nummer 14. Oh. Oha! Benjamin Rituals. Magic Touch Body Cream. Ich hole meine immer von Lush, den Charity Pot. Da geht der Erlös an eine gute Firma. Oh ja, Rituals, ne? Immer schön die Tattoos eincremen. Boah, der Duft ist Hammer. Oh, manche Sachen riechen so gut. Richtig rosig, süß, zart, wie Babypop. Nicht wie Babypop, aber ihr wisst, was ich meine. Dieser saubere Geruch. Nummer 15 ist ein Riesenpaket. Gab's da etwa eine Kooperation mit Rituals? Gibt's schon das zweite Produkt? Sensational Foaming Shower Gel. Ah, Bilou, Duschschaum. Geil, der Duft ist wirklich Hammer. Nummer 16. Gehört Labello und Nivea zusammen? Beiersdorf, und wo ist hier der Produzent? Beiersdorf. Ah, beides wird von Beiersdorf produziert. Ich benutze aber gar kein Labello mehr, weil alle immer sagen, Labello macht die Lippen noch schlimmer. Und Nivea finde ich auch nicht so gut. So eine kleine Creme ist immer praktisch, ne? Aber ich bin kein Fan von den beiden Produkten. 17. Es ist aber schon krass, ne? Das ist schon ein cooler Adventskalender. Also wenn ich mir vorstellen würde, jeden Tag so ein richtiges Produkt irgendwie zum Entdecken auszupacken, schon cool. Glisscur Hair Repair Booster. Brauchen Ihre Haare einen extra Repair Boost? Ja, manchmal schon. Dann macht man davon so 2 Tropfen in deine Spülung. Das ist ja witzig. Das habe ich noch nie gesehen. 18. Nur noch 6 Tage bis Weihnachten? Der Dezember wird so schnell umgehen. Ich weiß es jetzt schon. Und man wird an Weihnachten da sitzen und sagen, wo ist dieses Jahr schon wieder hin? Ein Aha-Fact-Tonic. Skin Manager? Skin Manager. Der Skin Manager bietet eine effektiv wirksame Formulierung mit Fruchtsäure und einem niedrigen pH-Wert. Okay, das, da bin ich gespannt. Türchen Nummer 19. Wir können auch die Produkte hier so displayen. Also Nummer 19. Invisibobbles. Von den Invisibobbles kann man auch nie genug haben, oder? Oh, mit Glitzer. Mit Glitzer habe ich noch nicht. Oder? Chrome. Ja, das ist so ein leichter, so ein leicht metallischer Look. Für die Christmas-Zeit total schön. Türchen Nummer 20. Aber jetzt begeistern mich die Produkte gerade nicht so. Ich will, ja. Moisturizing Anti-Aging Sun Protection. Braucht man das? Doch, im Winter braucht man es auch, ne? Leute, im Winter müsst ihr auch eure Sun Protection machen. Türchen Nummer 21. Lash Extension Stain Mascara. Bis zu 3
Tage halt? Okay, erstmal, wir haben hier schon eine Mascara drin gehabt. Also das muss jetzt eine richtig gute Mascara sein. Also wenn ihr diese Mascara kennt, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr wisst, ob sie wirkt. Das würde mich wirklich interessieren. Aber jetzt gucken wir mal, ne? Oha, okay. Seht ihr den Unterschied von den beiden? Hier ist drauf, da nicht. Ja, okay, ich weiß nicht, was sie macht. Krass. Ich hoffe, die kriegt man nicht allzu schwer wieder runter. Ist immer noch nicht zu vergleichen mit meinen Wimpern-Extensions, die ich mir immer drauf klebe, aber macht auf jeden Fall schon mal was her. Türchen 22. Heute ist der 4. Advent. Nur noch zweimal schlafen. Oh, Mini-Handcreams. Wie viel Handcreams kann ein Mensch haben? Aber okay. Jetzt habe ich meine Harry Potter Handcreams und die mit... Oh, die sind so süß. Oh mein Gott. Travel Exclusive. Von Duft und Doft. Sugar Delight. Sophie Soapy. Pink Breeze. Und Stockholm Rose. Oh, die sind bestimmt gut. Die Sophie Soapy. Ja. Das sind gute Handcremes. Und, na ganz ehrlich. Ach, warte mal. Sie sind... Made in Korea. Ja, ich liebe sie jetzt, ne? Sie sind aus Korea. Ich sehe gerade nämlich so diese koreanische Schrift und denke mir so, Moment, die Schrift erkenne ich doch. Türchen 23. Leute, das Leben geht ums Leben genießen, ne? Tony Moly. I'm real. Noch eine Sheet Mask. Die ist aus Korea. Koreanische Beauty-Produkte. Leute, ich werde euch im Dezember mal meine Beauty-Routine zeigen. Koreanische Produkte sind einfach das Beste. Die haben Beauty irgendwie auf dem... Die haben es einfach verstanden. So, Leute. Heute ist Weihnachten, der 24. Dezember. Und was bekommen wir von Amazon? Beauty. Was glaubt Amazon, was wir an Weihnachten brauchen? Oh, frohe Weihnachten 2019. Dankeschön, Amazon. Es ist noch nicht so weit, aber ich freue mich trotzdem. Ja, ich weiß. Es ist wahrscheinlich mega krass. Mini-Einsatz Maxi-Wirkung von Barbour. Das ist ja so super teure Produkte. Das sind so Ampullen. Das ist ja anscheinend so ein mega Luxus. Ich kann mich darüber gerade aber nicht so richtig freuen, weil ich nicht so dieser Ampullentyp bin. Komm, wir schmieren uns jetzt einfach mal so eine Ampulle ins Gesicht. Ich glaube, ich will die Perfect Glow oder die sofortige Glätte für einen Soforteffekt bei Falten und Linien. Leute, wir wollen einen Soforteffekt. Kann ich das hier so abziehen? Ja. Ich glaube, das ist hier zum Brechen der Ampulle. Das macht mir so Angst, dass man so Glas brechen muss. Weil, wisst ihr, was ich meine? Okay, wir werden jetzt sofort geliftet. Ich breche es jetzt einfach ab. Oh, war gar nicht so schlimm. Und jetzt ist es geköpft. Ja, gut, wir schmieren uns das jetzt einfach ins Gesicht, oder? Dieses Serumzeug. Also, so sehe ich vorher aus. Boah, ist das. Das ist richtige Wichse. So, jetzt verteile ich das. Wie viel macht man davon? Ich habe wahrscheinlich viel zu viel gemacht. Es riecht sehr gut. Oh, hoffentlich werde ich jetzt nicht rot. Ich will diesen sofortigen Effekt haben, den sie mir versprechen. Warte, wir machen das jetzt mal richtig schön hier. Richtig einmassieren, die Scheiße. Oh ja. Ich glaube, das Zeug ist richtig teuer. Deswegen ist es auch an Weihnachten drin. Ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gestrafft. Bin jetzt aber auch noch nicht so alt, dass man das sofort irgendwie so krass sehen würde. Oh, aber werde ich jetzt ein Fan von das? Ich darf kein Fan von so einer Scheiße werden. Oh mein Gott, es fühlt sich mega an. Ich finde, mein Hautbild sieht jetzt sehr, sehr strahlend. Und ihr wisst, was ich meine. Sieht jetzt halt so fresh aus. Also ich denke mal, Leute, die diese Barbour-Produkte verwenden, schwören auch da drauf. Ja, ich finde, meine Haut sieht fantastisch aus danach. Ich habe das Gefühl, die hat einen richtig gesunden Glanz. Ich hör mal. Diese Ampullen werden erstmal bestellt, jetzt hör mal. Was sollen wir sagen? Kommt, ganz ehrlich, es ist ein fantastischer Adventskalender. Da sind viele tolle Produkte drin, man kriegt richtig etwas für sein Geld. Und es wundert mich nicht, dass der ausverkauft ist. Nächstes Jahr werde ich den auf jeden Fall für meine Familienmitglieder bestellen. Das ist ein richtig toller Adventskalender. Wer auf Beauty steht. So. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich habe noch einen Adventskalender und ich weiß nicht, ob ich ihn selber benutzen soll oder auspacken soll. Das werdet ihr erfahren. Das ist jetzt ein Cliffhanger. Oh, ab Dezember, Leute, wird's so crazy. Es kommt jetzt viel auf euch zu und besonders viel auf mich zu. Denn, ja, Dezember wird heftig. Gut, hab euch lieb. Bis dann. Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.